Hohlenstein-Stadel 1939. Im Spätsommer vor 70 Jahren entdecken Ausgräber in den eiszeitlichen Schichten der Höhle unzählige Elfenbeinsplitter. Der Kriegsausbruch verhindert eine weitere Untersuchung. 30 Jahre später setzt der Prähistoriker Joachim Hahn aus den Trümmern eine Plastik zusammen. Nach der abschließenden Restaurierung 1988 wird klar, es handelt sich um ein Mischwesen aus Raubkatze und Mensch. Doch wie haben die steinzeitlichen Bewohner der Alp diese Statuette aus einem Mammutstoßzahn hergestellt? Ein Experiment soll Aufschluss darüber geben, wie der Löwenmensch entstanden ist. Ausgangspunkt ist das Original. Seine Maße werden auf einen modernen Elefantenstoßzahn übertragen. Zunächst gilt es, das Rohstück auf die gewünschte Länge zu bringen. Mit einer Klinge wird der Stoßzahn rundherum eingekerbt. Für die Arbeit an der Statuette werden die gleichen Werkzeuge aus Feuerstein verwendet, wie sie schon vor über 30.000 Jahren zur Verfügung standen. 5 mm tief und 4 mm breit. Dieses Gerät macht einen ziemlich guten Eindruck. Wenn man vorne nämlich richtig an der Seite jetzt den Graben erweitern. Nach 10 Stunden stößt die Kerbe auf die Markröhre im Inneren. Nach 20 Stunden ist das untere Ende abgetrennt. Als erstes werden nun die Beine herausgearbeitet. Dazu wird am unteren Ende beidseitig eine Kerbe eingetieft. Ein Stichel leistet hier mit seinen scharfen Kanten gute Arbeit. Schließlich ist der entscheidende Moment gekommen. Mit einem Stein wird der freigestellte Klotz am Stück abgeschlagen. Auf der gegenüberliegenden Seite wird der Schritt der Figur geschaffen. Eine Kerbe wird angelegt und erweitert, bis schließlich die Beine grob zu erkennen sind. Ist es möglich, viel Material auf einmal abzunehmen? Ein massiver Flintabschlag wird wie ein Stecheisen benutzt. Das funktioniert nicht. Flint ist dafür zu spröde. Am besten geht Schaben. Dabei werden zwar nur hauchdünne Späne entfernt, aber die Methode ist langwierig, doch erfolgreich. Zwischendurch wird der Stoßzahn immer wieder nass gemacht. Das erleichtert die Arbeit. Auch ein Kielkratzer wird mit Erfolg eingesetzt. Die groben Umrisse sind herausgearbeitet. Nach und nach nehmen nun die Beine Gestalt an. Mit Sticheln wird Span um Span abgenommen. Die Arbeit ist zwar mühselig, aber unaufhaltsam schneiden sich die Feuersteingeräte ihren Weg in das sehr harte Elfenbein. Jetzt ist der Oberkörper an der Reihe. Zunächst werden die Arme vom Rumpf freigestellt. Dann werden sie durch einen tiefen Einschnitt abgesetzt. Nun folgt am oberen Ende der Einschnitt, der später die Kehle sein wird. Die Reihenfolge der Arbeitsschritte muss sehr gut überlegt werden. Kopfarbeit. Mit dem Stichel werden die Details herausgearbeitet. Der Kielkratzer eignet sich sehr gut zum Raspeln an schwierigen Stellen. Sehr zeitaufwendig sind die Details. Mit den Feuersteingeräten lassen sich zwar alle Arbeiten ausführen, aber es dauert sehr lange. Spänchen für Spänchen nähert sich die Plastik ihrer endgültigen Form.
Noch ein paar letzte Feinarbeiten, dann ist es geschafft. Nach über 3 Monaten Arbeit und etlichen Blasen an den Händen ist der Löwenmensch neu erstanden. So in etwa dürfte das Original ausgesehen haben. Das Experiment hat gezeigt, dass es für die Menschen der Eiszeit durchaus möglich war, eine Statuette wie den Löwenmenschen anzufertigen. Der Herstellungsprozess lässt sich jetzt viel besser nachvollziehen. Möglicherweise war hier vor mehr als 30.000 Jahren ein echter Künstler am Werk.